Hallo, zu. Oh, ich war ganz kurz verwirrt, weil mein Aufnahmeprogramm komisch aussah. Hallo, zu Textlastig und dem Falk. Und dem Simon, hallo. Oh, wow, Falk hat mich auch mal vorgestellt, nicht schlecht. Ja, ich dachte die 240. Uiuiui. Oder 41, ich weiß es nicht mehr, wo wir sind. Wir spielen immer noch Nomengard. Ja, in der Sackgasse, ne? Ja, genau. So, aber wir haben Hilfe von dem Herrn Lorenz. Das ist nämlich der Herr, der das gemacht hat, das Spiel. So, übrigens, Falk, ich habe dir auf Threema die Karte geschickt. Muss ich gleich mal gucken hier? Damit du im Bilde bist. Ja, also wir erinnern uns, es gibt eine Sphinx und einen Drachen und eine Sackgasse und einen Kompost und einen Sockel und Moosteppich und Blumenbeet und einen Teich und einen nördlichen Teich und so weiter. Das hast du aber ganz schön hingeschmiert, ich sehe gar nichts. Naja, du musst mir jetzt einfach vertrauen. War das, was ich sagen wollte? Genau. Und jetzt ist es so, also wir stehen gerade vor dem Drachen. Und nur damit wir das nochmal rekapitulieren, gehen wir nochmal zurück. Westen, glaube ich, oder? Ja, genau. Und dann durch das Portal. Geh durch Portal, wie ging das? Geh durch Portal. Genau, da gehen wir jetzt durch das Portal und kommen aus einem anderen Portal wieder raus und gehen dann nach Osten zur Sphinx. So. Und wenn man jetzt mit der Sphinx spricht, ja, sprich mit Sphinx. So, dann sagt die, den Schrein ohne Deckel. Ah, genau. So, sie gibt uns ja ein Rätsel, ja. Der Schrein ohne Deckel, Schlüssel, Scharnier, birgt einen goldenen Schatz, glaub es mir. Geil gereimt. So, sehr schön. Und wir dachten ja, das ist das Portal, weil es ist halt, naja, also gibt keinen Deckel, keinen Schlüssel und kein Scharnier. Also es klang so ein bisschen wie so eine Tür oder so. Na, ich muss ehrlich sein, ich wusste schon immer, was die Lösung ist. Ja. Ich wollte es nur nicht gleich sagen. Was ist die Lösung nochmal? Ei. Ach, ja, toll. Okay, so, wie kommt Falk auf Ei? Es ist nämlich so, wir haben ja dann Hilfe eingegeben, ja? Und da steht, die Lösung ist Ei, Punkt. Und das war für uns ja so aus dem Kontext, dass wir dachten, die Hilfe ist kaputt. Oder ein Witz, oder den wir nicht verstehen. Oder dass die Hilfe angefangen wurde mit diesem einen Satz und dann nicht zu Ende geführt oder so. So, jetzt schreiben wir dem Lorenz und der sagt, nee, das ist schon richtig. Ja. Aber ich glaube, mehr hat er auch nicht geschrieben. Ne? Nee, hat er auch nicht geschrieben. Toll, Lorenz. Aber ich glaube, er meinte noch, ich habe die E-Mail gerade nicht vor mir, ich glaube, du hast sie, dass das irgendwie mit Ei und Sphinx und wir müssen mit der über ein Ei reden oder ein Ei geben so, oder in so. Die Eier treten oder ich weiß, irgend sowas. So, hat eine Sphinx Eier? Es ist eine, also naja, Eierstöcke zumindest und halt dann monatlich vielleicht ein Ei. Also ich weiß nicht, wie das bei Sphinxen jetzt genau funktioniert, aber es ist ja eine weibliche. Sphinxen? Ist das die Mehrzahl? Cool. Sphinx. Ich weiß gar nicht, ob es einen männlichen Part von der Sphinx oder was ein Sphinx ist oder. Sphinx. Ah ja, okay. So, jetzt ist es aber so, dass er schreibt, erstens, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Okay, cool. Zweitens, Hinweis Ei stimmt völlig. Okay, es ist ein Rätsel, welches ihr bei der Sphinx lösen müsst. Bei der Sphinx lösen müsst, ja? Oha. So, als ihr es, also ihr es sagen, und das ist eben Ei. Ihr müsst danach noch öfters mit der Sphinx interagieren, so als Tipp. Und noch mindestens einmal der Sphinx so antworten. Also, warte mal, sprich mit Sphinx über Ei. Mal aber also, wir haben doch gar kein Ei. Ja, keine Antwort. Genau, okay, gute Sphinx, weil wir haben kein Ei. So, das Problem ist, wir haben immer noch überhaupt keine Idee, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Und warum weil, Ei eigentlich? Ich weiß es nicht, wir resümieren kurz. Wir haben eine Handvoll Bären bei uns, wenn wir die essen, müssen wir kotzen und sterben. Wir haben ein Buch, Lies Buch, was stand da nochmal drin? Ach ja, das war dieses Ding über die, Sterne und so. Aber wir haben, ja. Und einen Strauß. Was war der Strauß nochmal auf dem Kompost gefunden, ne? Nee. Ja, genau. Nein, den haben wir natürlich. Nee, da hole ich meine immer her. Oh Mann. Und läuft gut bei dir, ne? Läuft. Mit den Frauen.
Genau, den Frauen, genau. Genau. Ich aufreise hier. Oder den Männern, man kann natürlich auch Männern ein Ich wollte sagen, ich reise sehr viele Männer auch auf. Mhm, mit den vergammelten Blumen, ich glaube es auch. So, jetzt Aber wo hatten wir denn jetzt, pass auf, zwei Punkte. Erstens, wo hatten wir den Strauß jetzt eigentlich nur her? Es gibt ein Blumenbeet. Wenn du auf die Karte gucken würdest, die ich dir gesegnet und geschickt habe, dann würdest du sehen, dass meine Sauklaue da steht, Blumenbeet. Das stimmt. Nee, und dann der zweite Punkt ist, wir haben ja auch rausgefunden, wie man von den Beeren nicht stirbt. Aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ich weiß bloß noch, dass wir was rausgefunden haben. Mussten wir da nicht das Salzwasser trinken? Stimmt, oder man musste das Salzwasser trinken. Genau, und dann, wir haben das Salzwasser getrunken. Und dann bricht man und dann sind wir es, genau. Aber da hat man nur ein paar Runden Zeit, ne? Wenn überhaupt zu viel. Ich glaube, ja, erstens das und zweitens bringt es, also man wirkt nicht plötzlich ein Ei hervor. Das wäre ein bisschen komisch, ne? Frühstücksei vielleicht, obwohl. Ja. Ja, und nochmal, weil du für all diese noch nicht gecheckt haben, ne? Also der Schrein ohne Deckel, Schlüssel und Scharnier ist halt das Ei, ne? Also ist halt, ein Ei oder kann ein Ei sein. Ist ein Ei und genau, der goldene Schatz da drin ist dann halt das Eigelb, nehme ich an. Und sag mal, kann das sein? Ich gucke nochmal auf deine geile Karte. Pass auf, ich mache hier mal Folgendes. Ich gebe mal ein Antworte-Sphinx. Keine Antwort mehr. Antworte-Sphinx. Ja, oder einfach nur sag Ei. Ah, okay. Oh. Ja, geht. Ich habe eingegeben Antworte-Sphinx-Ei und das ist die Lösung. Wir müssen jetzt gar nicht ein Ei suchen. Ja. Wir müssen einfach nur das Rätsel lösen. Ja. Ja, genau. Ich habe einfach sag Ei eingetippt. Okay, also dann steht da bei mir zu der Sphinx. Das erste meiner Rätsel löst du mit Bravour, doch alleine dies lindert nicht die Tortur. Ich muss auch in Rätseln reden, wie sagt man, reimen. Das macht's einfach besser. Wie schön. Schon. Ja, wenn du mit besser schlechter meinst, dann ja. Schon ist das zweite ausgesprochen und ich warte schon seit Wochen. Was? Wieso? Das kleine rote. Das kleine rote Rund, ich will essen mit dem Mund. Um zu beenden mein Getue, werde erst eine Statue. Eieiei. Der hapert aber. Überleg bitte nochmal mit dem Reim, ne? Ja, ich müsste dann halt besser reimen als die Swings. Ich glaube, was du machen möchtest, ist freestylen, wie die Rapper. Falk der Rapper. Ja, nee, vielleicht doch auch nicht. So, ist jetzt das auch wieder das Ei? Also das kleine Runde, ich will essen mit dem Mund? Das kleine rote Runde, ein Radieschen ist das natürlich. Wieso rot, genau, rot. Oder rot, eine Erdbeere. Oder eine Erdbeere. Oder ein Augapfel von einem Wesen, was rote Augen hat. Aber was soll denn das heißen? Um zu beenden mein Getue, werde erste eine Statue. Okay, auf jeden Fall hat er ja erwähnt, dass er ein Internet irgendwie aus dem oder ein Rätsel aus dem Internet geholt hat. Das heißt, wir können jetzt einfach googeln und kriegen dann die Lösung. Aber vorher, ich dachte, das Ei war das. Bin mir gerade nicht sicher. Okay, ich untersuche noch mal kurz die Sphinx hier. Okay, genau so. Und jetzt sprich mit Sphinx, also die ist einfach nur da und guckt. Okay. Und wenn man mit ihr spricht, dann kommt jetzt einfach nochmal das Rätsel. Das kleine rote Rund. Ich will essen mit dem Mund. Und jetzt muss man wahrscheinlich antworten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Antworte Sphinx. Du kannst aber einfach sag sagen. Okay, genau. Also ich sage jetzt einfach mal sag Auto oder so. Mal gucken. Keine Antwort. Okay. Also Erdbeere habe ich ausprobiert. Das ist nicht. Radieschen auch nicht. Ja, es wäre wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, vielleicht habe ich mich vertippt. Radieschen. Wie schreibt man Radieschen eigentlich? Gute Frage. Radieschen. Oder wie wir sagen, Radieschen. Schon. Vor allem, also was ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen komisch finde, ist, dass. Aber es wäre ja auch, warum Erdbeere oder Radieschen? Ich meine, Ei, okay, so als ist irgendwie noch so ein typisches Ding, was man für Rätsel benutzt, aber Radieschen oder Erdbeere ist ja irgendwie. Ist einfach nur rot. Ist einfach nur rot und das war's. Ja. Aber rund auch, ein Bonbon vielleicht. Genau, sag Bonbon zur Sphinx, genau. Es ist übrigens witzig, ne? Weil Bon ist ja im Französischen heißt einfach nur gut. Und ein Bonbon ist einfach ein Gut.
Das finde ich auch ein besseres deutsches Wort. Ein Gut, bitte. Ja. Sag Bonbon. Ja, nichts. Warte mal, lass mal nochmal auf die Karte gucken. Oder warte mal. Ja. Inventar nochmal schnell. Ein Buch, ein Strauß, eine Rose. Warte mal. Ah nee, mit einem Hund. Die Bären, warte mal. Sein. Stimmt. Untersuche Bären. Sind die denn rot? Aber auch so makellos wie der Apfel bei Schneewittchen, sagt er über die Bären. Apfel kann auch rot sein, ne? Ja, sag Bäre. Keine Ahnung, nee, Bären. Apfel ist auch nicht. Sag Apfel. Sag Schneewittchen. Gib Sphinx Bären. Vielleicht muss man das ja so machen. Gib dir mal die Bären. Ah, genau, das wollte ich gar sehr. Nun seht schon her, wie das nächste Rätsel ich euch stelle und ihr mir Antwort auf die Schnelle. Antwortet Tada! Auf die Schnelle. Ah, okay. Diesmal wolltest du was essen. Jetzt verstehe, okay. Wie, was? Na, jetzt verstehe ich den zweiten Satz des zweiten Rätsels. Um zu beenden mein Getue, werde erst eine Statue. Also im Sinne von nicht, also sie will es nicht hören, wie beim ersten Rätsel, sondern sie will es haben. Also gib Bären, verstehst du? Verstehe ich, nee. Wieso, was? Naja, beim ersten Mal mussten wir ja sagen Ei. Wir mussten nicht eins haben oder es ihr geben. Genau. Wir mussten nur sagen, okay, das, was du beschreibst, ist ein Ei. Ja. Und im zweiten sagt sie ja, ne, rot rund und will ich essen mit dem Mund. Ja. Und vor allem ich will essen mit dem Mund. Ja. Um zu beenden mein Getue, werde erst eine Statue. Ja, ich kann es nicht komplett auflösen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein Hinweis auf, sie will es haben. Ja, jetzt, wo du die Lösung kennst, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass das irgendwie einleuchtet. Ja, ich wollte es nochmal für die Doofen unter uns, also meine Anhänger quasi. Ah, okay, die Falksoße. Ja, komm, es ist warm, hier ist sehr wenig Sauerstoff im Raum, also eigentlich wie immer. Okay, weiter im Text. Jetzt das Rätsel, glaube ich, ne? Ich bin die größte Straße zwischen Himmel und Erde. Milchstraße. Vorsichtig, lass erstmal die Frage stellen. Kein Mensch ist hier gegangen, kein Wagen je gefahren. Und doch herrscht hier zwischen Erde und Himmel ein großes Gewimmel. Ja, Leute, Milchstraße, sprecht es aus mit lauten Organen. Aber Moment mal, zwischen Plan. Erde und Himmel, also... Ach so. Also wenn man es ganz klassisch sieht, dann ist der Himmel in der Atmosphäre zu Ende oder Stratosphäre, je nachdem. Ja, jetzt komm hier. Sag Milchstraße. Versteckt habe ich dir ein Tier von mir. Was? Okay, also die Sphinx sagt, nachdem ich gesagt habe, sag Milchstraße, versteckt habe ich dir ein Tier von mir. Zu finden ist nun dein Begehr, sonst scheitert deine Wiederkehr. Ah, okay. Irgendwo hier muss es sein, doch habt gut Acht, denn es ist klein. Bleibst du auf dem Grund, so hast du keinen Fund. Ah, wir müssen auf den Hochsitz bestimmt. Simon. Oder? Du Fuchs. Pass auf jetzt, zack, zack, zack. Wir müssen jetzt einmal nach unten, also nach Süden. Ja, und dann nach dann Osten oder nochmal, also zweimal nach Süden und dann einmal nach Osten, einmal nach rechts. Zum Steinpult. Oder? Doch, hier ist der Hochsitz, ja. Okay. Genau, und jetzt? Auf Hochsitz. Und dann schau dich um oder was? Da! Geh auf hoch. Da, siehst du das da unten? Moment, gucke nicht so mal. Schnell. Gucke Alter mal. Mann, ist kein D-Zug. Jetzt gucke doch mal. Du hattest gedacht, du bist clever, aber Pustekuchen, die Hecken sind viel zu hoch, als dass die 3 Meter mehr als ein Hochsitz unter... Du siehst hier eine Holzfigur, welche hier eben sicherlich... Na geil, nimm Holzi. Moment, da müssen wir wahrscheinlich erst wieder runter. Nimm Holz. Ne, die liegt vielleicht hier oben. Ach so. Aber erstmal untersuchen, Falk, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Warum willst du hier gleich Krapschi-Krapschi machen? Nein, 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 nein. Erstmal gucken. Besagter Sauerstoff, ich sag's dir. Also, Holzfigur. Mhm. Eine kleine Holzfigur, eine kleine Figur aus Holz, welche eine Sphinx zeigt. Sie ist schon fast unmenschlich perfekt gearbeitet. Ja, klar. Es ist ja auch sphinxig perfekt gearbeitet. Holzfigur? Nimm. In Ordnung. Also sie scheinen von hier oben. Oder wir haben sehr lange Hände oder Arme vielmehr. Oder der Ausguck ist doch nicht ganz so hoch. Stimmt, weil der Ausguck ist ganz klein. Ja, so aus Streichhölzern gebaut. Ja, entweder das oder so ein Babystuhl, auf dem wir gerade hocken oder so. Ja.
Okay, ich speichere mal nur zur Sicherheit. Man weiß ja nicht hier, was das ist auch nicht schlecht, ja. Passiert. Shave. So, und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir eine kleine Sphinx, aber was ist, ich meine, damit wird sich der Drachen jetzt auch nicht beeindrucken lassen. Oder meinst du, der will nur ein Spielzeug? Ja, ich würde erstmal mit dem Ding zurück zur Sphinx und ja, sagen, okay. Hier, kick mal. Ne? Guck mal, wir haben Schwester schon gefunden. So, ich habe mal kurz gesaved. Jetzt müssen wir nach West. Ich habe das auf dem Telefon. Mensch, warte mal. Kannst du in diese Richtung nicht gehen? Ach, ja, okay, ja, dann schau. Also runter. Kletter, Westen, runter. Norden. Okay. Ja, was machen wir? Einfach mal zeigen, oder? Zeig Sphinx, Sphinx. Das wollte ich Ihnen immer mal irgendwo eingeben. Zeig sie. Die ist nicht beeindruckt. Die Sphinx ist nicht beeindruckt. Ja, jetzt ist die Frage, wer? Ach so. Kleiner Spaß, weil drüber steht die Holzfigur der Sphinx. Ah, das wäre okay. Super, wenn die kleine Sphinx nicht beeindruckt wäre. Wir könnten die hölzerne Sphinx-Figur vor der Sphinx verbrennen. Vielleicht ist sie dann beeindruckt. Ich habe mal hier Gib Sphinx Sphinx eingegeben und dann scheint es weiterzugehen. Gedacht, es nimmermehr zu haben, kann ich mich nun wieder dran erlaben. Löst das fünfte und du wirst sehen, wie du kannst bald schon gehen. Mhm. So, aufpassen, Rätsel. Es schwebt daher ganz kugelrund, durchscheinend, leicht und herrlich bunt. Entstanden ist durch einen Hauch, ich weiß, was es ist. Lang lebt es nicht, bald platzt sein Bauch. Will? Eine Seifenblase. Ah, okay, dies gut. Ist nun mein letzter Zug und ich versichere, dies ist kein Betrug. Gib akustisch mir das Wort. Aha. Siehst du, jetzt will es bloß wieder hören. Ja. Und du kannst so gut wie fort. Sag Seifenblase. Aha. Das war mal wieder gescheit, doch das ist keine Neuheit. Genau. So sieht's aus, Leute. Ja, Falk, du bist richtig gut hier. Also jetzt immer im Flow, ne? Wenn man das einmal hier, ne? Gelöst sind fast die Probleme, doch es wartet das Extreme. Dem Drachen an der Pforte kommt man nicht mit Worte. Ein kleines Kind schlummert in ihm, das Nutzen ist euer Gewinn. Der Sphinx holt unter einem ihre Flügel Seifenblasen hervor. Achso, ich wollte es schon wieder wie als Reim vorlesen, aber es ist einfach nur eine Beschreibung. Die Sphinx holt unter einem ihrer Flügel Seifenblasen hervor und gibt sie dir. Anschließend senkt sie ihr Haupt und schließt die Augen. Aber ist eigentlich auch geil, ne, wenn man alles wie so ein Reim vorlesen würde, obwohl es gar keine Sinn. Die Sphinx holt unter einem ihrer Flügel Seifenblasen hervor. Obwohl, nee, es reimt sich schon. Nee, es geht schon. Ja, hervor und gibt sie dir. Nee, es ist, glaube ich, da bin ich nicht lustig genug. Anschließend senkt sie ihr Haupt und schließt die Augen. Das ist echt bescheuert. Du hast Folgendes bei dir. Seifenblasen, ein Buch und einen Strauß. Okay. Ich glaube, man muss das abwechseln mit etwas, wo es sich reimt und dann wieder irgendwas, wo es sich absolut nicht reimt, damit es auffällt. Aber naja. Okay, also wir haben jetzt Seifenblasen, das ist schön. Wir haben das Schöne ist übrigens, ne? Wir haben nicht etwa einen Seifenblasenspender oder ein Seifenblasenblasgerät, sondern wir haben Seifenblasen in unserer Tasche. Ist auch viel praktischer. Na, mal gucken, ob der Drachen damit was anfangen kann. Und spart Atem. Okay, pass auf, dann lassen wir mal zum Drachen gehen. Also einmal nach Westen, also Westen durch dann das Portal. Durch Portal, bitte. Leider. Hallo, geh durch Portal. Man muss aber auch alles, ne? Aber also, echt, ne? So, jetzt Osten, Drache, so. So. Wir lesen nochmal vor, ne? Nur ein Drache hindert dich daran, aus Nurmengard zu entkommen. Im Westen kannst du zurück zum Portal kommen und im Osten siehst du den Ausgang, welcher allerdings vom Drachen versperrt wird. Falk, das ist bitte ein Reimen vorlesen. Achso, im Westen kannst du zurück zum Portal kommen und im Osten siehst du den Ausgang, welcher allerdings vom Drachen versperrt wird. Das ist witzig, ne? Dass man bei Reim immer so hoch geht am Ende. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Ich finde es auch schön, dass es dort heißt, nur ein Drachen hinter dich dran. Das klingt so ein bisschen wie, der Drachen wäre kein Problem, aber wir sind halt übel krass. Gibt's Drachen? Weiß das Spiel wahrscheinlich einfach. Genau, Seifenblasen. Der Drache scheint nicht besonders interessiert zu sein. Nee, Moment, hier Blase.
Was? Seifenblasen. Okay. Da siehst du. Ein paar Seifenblasen schwirren nun in der Luft. Der Drache ist ganz verrückt davon, verzückt davon. Vielleicht solltest du noch mehr Seifenblasen erzeugen. Also, okay, na los. Repeat. Du erzeugst noch ein paar weitere Seifenblasen. Der Drache kann sich nicht mehr auf seine Aufgabe konzentrieren, den Ausgang zu bewachen, und hüpft den Seifenblasen vergnügt hinterher. Das hätte ich gerne mal in einem Rollenspiel. So, weißt du, so ein ganz bitter ernstes Ding und dann, hey. Das meinte die Sphinx also mit dem Kind im Drachen. Der Osten offenbart nun den Ausgang aus Nurmengard. Na los, okay, wir gehen zusammen raus, ja? Ja, okay, also 3, 2, 1, los. Ende. Wow. nee, da steht noch nichts. Moment. Als du aus den Hecken trittst, wirst du schon von einem Mann erwartet. Mist, ich dachte, jetzt kommt wieder Reim. Anscheinend steht hier immer einer, um eventuell, anscheinend steht hier immer einer, um eventuelle Entkömmlinge in Empfang nehmen zu können. Oh. Sein Gesicht verrät dir, dass das aber nicht so oft passiert. Am Hof angekommen steht sie endlich vor dir. Lucretia. Scheiße, ja, deshalb machen wir das alles. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Ach ja, hast du das auf war diesen so ein Dingsbums, Moment, ne? Ja, das war ja so ein, Ding. Ja, hier so ein Wettkampf. Labyrinth, das wollte ich sagen. Aber wo waren denn die anderen Hoppels eigentlich? Ich glaube, jeder hatte sein eigenes, oder? Ach, guck, das können wir uns leisten. Da haben wir doch noch am Anfang hier mit dem Ghost, verstehst du, wie bei Rennspielen, haben wir doch noch gewitzelt. Also, okay. Am Hof angekommen steht sie endlich vor dir. Lucretia, lange hast du auf diesen Moment hingefiebert und bist jetzt dennoch mit der Situation überfordert. Um den peinlichen Augenblick etwas aufzulockern, gibst du den Blumenstrauß an Lucretia, welche dir einen Blick zum Dahinschmelzen schenkt. Ist ja auch die Aufgabe der Frau an der Stelle. Hallo, willkommen beim sexistischen Podcast mit dem Falk. Genau, nur mir. Du hättest nicht gedacht, dass der König sein Wort halten würde, doch inzwischen bist du überglücklich mit Lucretia vermählt. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ende. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Wow, wir haben es geschafft. Nicht mal eine Punktanzahl. Ich habe 351 Züge gebraucht. Ich habe immer dich machen lassen, deshalb habe ich nur 210. Oh, wir haben es geschafft. Das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so schnucki-fixi geht. Aber war schön, ne? Naja, also bis auf das, also, ne? Also bis auf unsere Inkapabilität, sagt man das so? Du, wenn du das sagst, dann musst du nur genug Leute finden, die das auch sagen. Und dann wird das durch einen demokratischen Prozess legitimiert. Naja, ich schreib's einfach in Duden rein. Fertig. Nee, dass wir googeln, das hat jetzt auch keinen Sprachwissenschaftler sich ausgedacht. Das war halt eine Mehrheitsempfindung, dass alle Google benutzt haben. Ach du liebe Scheiße. Früher haben wir halt gefirefoxt. Fireball. Ist das Fireball, diese alte Suchmaschine, ne? Was? Oder Alta Vista hat oder so. Alta Vista, würde ich sagen. Ja, aber früher gab es ja Fireball. Naja. Fireball, hab ich noch nie gehört. Oh. Ja, du bist halt so ein, wie heißt das hier, die junge Generation. Also, Spiel, ja, an sich irgendwie ganz cool, aber das mit dem Rätsel, ich sag mal, da würde ich noch mal eine kleine Fokusgruppe drüber laufen lassen, ob die Mehrheit drauf kommt, dass sie mit der Sphinx, nee, das ist nämlich das Problem, dass du nicht mit der Sphinx sprechen musst, sondern dass du reingeben musst, sag und nicht sprich mit Fings über. Also naja, beziehungsweise wir haben das Rätsel, glaube ich, einfach missverstanden, dass wir das jetzt einfach so ad hoc lösen sollen. Genau. Und das nicht, kommt nicht dazu, in dem Labyrinth suchen oder so. Ne? Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Vielleicht sind wir doof. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben halt so viele Gadgets gefunden hier. Ne? Warum soll man da nicht noch irgendwie ein Ei finden? Aber wir sind ja nicht mal drauf gekommen, dass es überhaupt ein Ei ist. Wir sind ja davon ausgegangen, dass es das Portal ist und dachten, wir haben das Rätsel schon gelöst und dachten, es ist ein Fehler, dass es immer noch angezeigt wird als Rätsel. Ne? Stimmt. Stimmt. Ja. Eigentlich, das ist ja das Witzige, eigentlich bedarf es des Portals für die Story ja gar nicht. Aber du suchst ja zwei Gegenstände, um das Portal zu öffnen. Aber könnte man auch anders machen vielleicht, weiß nicht. Nee, also das Einzige, was ich, glaube ich, anders mir wünschen würde, wäre, dass das ein bisschen klarer ist. Genau. Und dass, wenn man es dann, selbst wenn man es dann gecheckt hat, dass man das sagen sollen, tun, töte, dass man dann eingeben kann, sprich mit Fings über Ei. Ansonsten cool. Also, ja.
Ich finde es auch ganz cool. Es ist weder zu lang noch zu kurz, ne? Also irgendwie ganz, ganz knackig. Ja, genau, also ja, naja, knackig, abgesehen von diesem einen Blocker, ne, für uns zumindest. Das wäre mal interessant. Ich meine, Lorenz, ne, du kannst ja mal schreiben und alle anderen auch, ne, obwohl das ist auch Quatsch. Aber wenn ihr das schon mal gespielt habt, und Lorenz, wenn du von anderen Leuten gehört hast, wer es schon gespielt hat, ob die auch das Problem hatten oder wie hier die einzelnen Dödel sind, die daran gehangen haben. Also ich muss ja sagen, ich war ja mal, wir hatten glaube ich eine Sonderfolge dazu, auf diesem Stammtisch. War das ein Stammtisch? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall diesem Münchner Adventure-Treffen da. Ja. Und da haben wir abends alle zusammen ein Text-Adventure gespielt. Oder mehr, glaube ich sogar, weiß nicht. Und ich war recht erstaunt darüber, wie schnell die durch diese Spiele jagen. Da ist ja fast schon verpönt, einen Tastendruck zu viel zu tippen. Also übertrieben gesagt. Von daher sind wir, glaube ich, Schnarchnasen vom Herrn. Okay. Aber das liegt auch an der Aufnahmesituation, ne? Und an der Zeit und am Sauerstoff. Also, dass man da nicht so aufmerksam ist. Ja, das ist so warm. Und meine Hose, die kratzt auch heute irgendwie. Und ja. Nee, schönes Spiel. Toll gemacht, Lorenz. Wir freuen uns auf das nächste. Aus deiner Feder. Mhm. Und mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, ne? Nee. Unsere geballten Brainpower haben wir es dann doch noch gelöst, ja. Also tatsächlich muss ich sagen, ich wäre jetzt nicht auf Seifenblasen gekommen. Ich habe an irgendein ekliges Tier gedacht, das aufplatzt oder so. Ich weiß auch nicht genau. Also ich glaube, was ich gerade, was mir auch gerade noch einfällt, das Ei. Ja. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? Ei wird ja häufig so als Antwort für Rätsel benutzt, im Sinne von hat keine Öffnung, hat keine Scharniere, wie es halt auch schon da drinnen hieß, ne? Ja. Irgendwie, ja, ein Ort, der keine offensichtliche Öffnung hat, aber eine perfekte Hülle ist oder so. Keine Ahnung, so gibt es ja, natürlich 1000 Umschreibungen. Also Ei, okay. Aber Seifenblase, und was war das Zweite? Die Beere geben, okay, ja. Eine Beere hat halt irgendwie verbinde ich halt nicht mit einer Sphinx, weißt du? Ja, ja, genau. Und die Seifenblase dann am Ende fand ich auch irgendwie ein bisschen random. Also irgendwie, ich bin drauf gekommen, weil, keine Ahnung, ich fand es relativ offensichtlich, aber ich habe jetzt auch die letzten Tage mit meinem Sohn immer irgendwie so Seifenblasen gespielt. Vielleicht hatte ich es deshalb sofort im Kopf. Aber also ich glaube, das ist so ein anderer Punkt, dass die Rätsel wenig, zumindest bei mir, was irgendwie mit einer Sphinx ausgelöst haben. Sphinx, dann hast du Sand im Kauf in Ägypten, unweigerlich irgendwie. Pyramiden. Ja, und da, ja, vielleicht ja, deshalb auch. Ja. Ja, das stimmt, ja. Hätte ich vielleicht auch eher erwartet, sowas wie, vergraben sind Könige für Äonen in der perfekten Geometrie oder irgend sowas, weißt du, dass du so, ist eine Pyramide. Genau. Naja, trotzdem schön. Naja, genau. Schön, ja, cool. Mehr gibt's nicht zu sagen, ne? Nee. Ja, danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel, liebe Freunde der Textlust. Da muss ich aber leider intervenieren. Ja. Wir hören uns. Ja, aber vielleicht sehen die auf der Webseite und klicken den da so. Ja, da hast recht. Aber sie sehen die Buchstaben auf dem Podcatcher oder auf der Webseite der Beschreibung der Episode. So, jetzt rede ich mal hier nicht raus. Sehen sie uns auch in einer umgewandelten Form, denn unser Geist wandelt sich durch physische Aktion in Tastendrücke um, das wiederum in elektrische Impulse, in Buchstaben, die wiederum im Internet landen, und das sehen die Leute dann. Aha, Falk. Also sehen sie uns schon in andere Form sozusagen. Wie kann man eigentlich diesen Chat verlassen? Achso, tschö. Und tschüssi, bis bald. Tschüss.